Weiter geht's mit City Skylines und wie in der Überschrift steht, wir wollen uns heute einmal mit der hohen Wohndichte befassen und vorher noch einmal einen Kommentar. Ihr hattet gefragt, kann man das nicht auch umbauen und Nerd, deine Stadt ist so unhübsch. Ja, ich habe das minimal umgebaut hier nochmal. Ihr seht, ihr könnt das auch hier vorne an eine Straße setzen, an so einen Endpunkt und einfach blub einmal herumzwirbeln. Dann geht das auch, dann sparen wir uns auch noch ein bisschen Geld. Ich habe ja auch mal direkt ein paar Wege gesetzt und habe das mal so ein bisschen hier versucht, an diese Wege ranzusnappen, dass das hier ein bisschen hübscher aussieht. Dann könnte man zum Beispiel sagen, hey, wir machen hier nochmal eine Straße hin oder so hier vorne nochmal und werden hier nochmal was hinsetzen. Das ist aber wirklich dann alles Zukunftsmusik. So, und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Theorie rein. Ihr habt nämlich gefragt, wie kriegen wir denn hohe Wohngebiete mit hoher Dichte? Ja, das ist im Prinzip ganz einfach, denn ein Patentrezept gibt es dafür nicht. Also vielleicht doch gar nicht so einfach. Ihr müsst euch wirklich eure Stadt angucken und so ein ganz bisschen diese Spielmechaniken verstehen. Am Ende des Tages ist es einfach so wie im wahren Leben. Das versucht dieses Spiel ja zu simulieren. Das ist eben der Punkt. Ja, mit Geld und Lebensweise und Aufstieg in den sozialen Schichten und so weiter und so fort. Und auch ja, Arbeitslosigkeit. Und es gibt hier sogar ein Sozialamt, das ihr bauen könnt. Also da spielt da alles mit rein. Und das heißt, wenn ihr eine hohe Dichte habt, heißt das jetzt nicht mehr automatisch, dass dort die Elite der Bevölkerung lebt und dass ihr dort jetzt immer nur Schulen bauen müsst und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst gucken, A, was ist das für eine hohe Dichte Nachfrage und welche Leute wollt ihr dorthin haben? Das könnt ihr ein bisschen steuern in eurer Stadt. Beispiel Nummer 1, wie kriegt ihr hohe Dichte für gute Leute? Nun, denn, also... Das ist erst relativ spät, also was heißt für gute Leute, entschuldigt, das ist falsch, das ist Quatsch, für in diesem Spiel mit den Spielmechaniken besser ausgebildete und wohlhabendere Leute, das liegt an den Spielmechaniken, das ist hier hinten diese Wohnhäuser mit hoher Dichte, das sind Mehrfamilienhäuser im europäischen Stil oder amerikanischen Stil, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, ja, Edelwohnungen wie in New York zum Beispiel, New Yorker Skyline, sowas in die Richtung, ja. Aber es ist halt die Frage, was ihr wollt. Aber wir haben hier Nachfrage an hoher Dichte, wir haben aber ganz offensichtlich diese Sachen noch nicht gemacht. Aber trotzdem seht ihr hier Nachfrage nach hoher Dichte. Ja, ist die Frage, wo kommt das her? Und das können wir uns angucken, indem wir uns die Spielmechaniken einmal prüfen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, das hat der gute Kampfwolf auch geschrieben, wie sieht es denn mit dem Landwert aus? Ja, Landwert ist, wenn man sich das anguckt hier, in diesen Gebieten ist das gut. Hier diese Mehrfamilienhäuser, da ist der Landwert wirklich hervorragend. Und hier ist der Landwert so halbwegs gut. Ja, das heißt, diese Häuser sind so mittelhoch. Ja, also so Standardhäuser, die so eine Standardmiete haben, wo man gut drin wohnen kann. Okay, jetzt natürlich die Frage, gut, das wissen wir jetzt, aber wie sieht es denn jetzt mit dem Einkommen aus, mit dem Bürgervermögen? Und jetzt seht ihr, jetzt gibt es hier so ein paar vereinzelte Häuser, die sind rot, die haben also kein Bürgervermögen. Und jetzt können wir uns mal so ein paar Häuser angucken und da seht ihr, das sind zum Beispiel unausgebildete Erwachsene. Hier hätten wir jetzt eine bettelarme Familie. Das sind schlecht ausgebildete Erwachsene. Das heißt, da könnten wir also tatsächlich mit der Ausbildung was machen. Und ich hatte aber auch ein paar, na, wo sind sie? Ich hatte aber auch ein paar Rentner gefunden, die hier arbeiten. Das sind also tatsächlich meistens schlecht ausgebildete Erwachsene. Bei dem würden wir also... Denen würden wir also helfen, indem wir sie ausbilden. Und hier hätten wir zum Beispiel ein Beispiel in Rente, bettelarm, unausgebildet. Der wird nie wieder mehr Geld haben. Ja, jetzt ist das also so ein bisschen der Punkt. Wie kommt ihr also jetzt an die hohe Dichte ran? So, einmal, indem ihr zum Beispiel Rentner holt euch in eure Stadt. Das ist aber so ein bisschen natürlich das Problem und deswegen die Rentner, die ziehen dann natürlich in die billigen Mietwohnungen ein, denn die Rentner haben ja kein Geld oder auch Studenten beispielsweise würden da einziehen in die billigen Mietwohnungen. Deswegen werden wir diesen Teil hier gleich nochmal ein bisschen umbauen und uns auch noch ein paar andere Sachen kaufen. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar billige Mietwohnungen, wo die Rentner eine günstige Wohnung einziehen können, vielleicht einen günstigen öffentlichen Nahverkehr, dass die dort wirklich mitfahren können, um zum Einkaufen zu kommen und so weiter
und so fort. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist natürlich auch direkt zusammenhängend mit, wir haben keine Kunden. Ja, wieso haben wir denn keine Kunden? Naja, wenn die Rentner schon gerade mal in der Lage sind, sich ihr mega teures Haus zu kaufen, ist, glaube ich, klar, dann haben die kein Geld mehr zum Einkaufen, obwohl ihr genug Kunden habt. So kann man sich die ganzen Probleme in der Stadt dann so langsam herleiten. Man muss halt immer dran denken, die Personen haben hier wirklich eine realistische Geldsimulation. Ja, und jetzt kann es halt dort eben auf verschiedene Art und Weisen halt dazu kommen. Wie gesagt, die Rentner oder über den Standardweg. Es müssen nicht zwangsweise Rentner sein. Wir nennen sie mal Personen mit niedrigen Einkommen. Ja, das sind dann die Leute, die in kleinen Häusern mit hoher Dichte wohnen wollen. Mietwohnungen. Oder über den Standardweg hier unten, das heißt, ihr macht sie glücklich, ihr gebt ihnen Bildung, sie kriegen einen besseren Abschluss, sie kriegen einen besseren Job, sie verdienen mehr Geld und wollen sich dann eben, das hatte ich auch gezeigt, hier so eine Edelwohnung irgendwo holen, Hochhaus mit Wohnhäusern mit hoher Dichte, so eine richtig schöne Edelboutique und so weiter und so fort. Wo dann natürlich auch passenderweise hier so eine kleine hohe dichte Skyline dazu ist, wo sie dann entsprechend einkaufen wollen und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen die Richtungen, wie ihr euch das angucken könnt. Also im Prinzip kann man sagen, für den normaler Weg, das ist falsch, für den Weg der Bevölkerung mit hohem Einkommen und hoher Dichte ist immer gut, guckt, dass die hier unten glücklich werden, guckt, dass ihr die gut ausbildet und dann werden die automatisch aufsteigen. Und für die niedrige Dichte, ja, das sind die günstigen Mietwohnungen, die müsst ihr so und so bauen. Das sind Rentner, Studenten, halt alle Leute, die auch im wahren Leben wenig Geld zur Verfügung haben. Und auch die müsst ihr natürlich entsprechend ausstatten hier mit Wohnungen. Passend dazu könntet ihr zum Beispiel auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das ist, bei der Müllverwaltung war es offensichtlich nicht, krank. College. Einmal bei Polizei zum Beispiel könnt ihr den dann ein Sozialamt bauen und den dann finanzielle Unterstützung zuteil werden lassen. Das sollten wir irgendwann auch mal machen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das ist klar geworden. Und dann will ich euch mal meine Pläne für die Zukunft zeigen. Wir machen jetzt erstmal das hier an. Und dann werden wir uns hier diese Gebiete kaufen. Zack. Dass wir uns hier in diese Richtung weiter ausbreiten können. Und dann hattet ihr auch gesagt, und das ist völlig richtig. Ey, Nerd! Ja, du baust hier nur rechteckig. Das reißen wir jetzt auch ab. Ja, es ist so. Und das wollen wir ändern. Und ich habe mir hier eine Idee. Ich habe eine Idee für die Rentner. Und das ist diese schöne Burgruine. Was ich machen möchte, ist einmal eine Straße bauen, die hier lang geht. So, hier vorne hingeht und dann hier anschließt. Und dann werden wir hier an dieser Ecke günstige Mietwohnungen bauen. Wir werden auch die Straße hier dann entsprechend anschmiegen und hier so eine Rundung bauen. Hier in die Ecke kommt dann ein College. Das heißt, wir haben dann günstige Mietwohnungen für die Rentner. Die können dann hier hinten diesen Bereich so ein bisschen als Ausflugsziel nutzen. Und wir haben dann die billige Mietwohnung für die Studenten, die hier leben. Und die haben dann auch gleichzeitig noch einen kurzen Weg hierher und vielleicht über eine Fußgängerbrücke da hinten hin. So, das ist das Ziel, was wir einmal umbauen wollen. Aber bevor wir das machen, gab es noch ein paar weitere Fragen in den Kommentaren, nämlich das Thema Ressourcen. Mensch, Nerd, die transportieren meine Ressourcen nicht, in meinem Warenlager bleiben die Ressourcen liegen, ich habe einen Bahnhof gebaut, da gab es sehr viele Kommentare zu und da habe ich mal mich ein bisschen schlau gelesen. Und es gibt tatsächlich noch einen schwerwiegenden Bug im Game, ist tatsächlich kein Witz. Ich ziehe euch das mal, ich muss gerade mal was gucken, soll das passen, ich ziehe euch das mal hier rüber. Und dann seht ihr, das ist ein Reddit-Post, das hat ein Nutzer genauso festgestellt wie ihr. Und da gibt es den, naja, etwas unnetten Überschrift, ganz wichtig, das ist eine Übersetzung über das entsprechende Google-Tool. Gibt es die Übersetzung, das Ressourcenmanagement-Spiel ist eine Täuschung und dazu hat Paradox bereits eine Antwort verfasst im Paradox-Forum. Nein, das ist ein Bug. Ihr seht es hier, Stadtdienste handeln nur mit externen Verbindungen. Es ist aber auch erwähnenswert. Es gibt also ein paar Punkte, aber es ist auch ein Bug. Ich werde euch das nochmal in die Kommentare schreiben. Ja. Ja, das werden sie, zumindest ist es so geplant, werden sie das dann wohl demnächst beheben, hoffentlich.
Und ich packe euch das mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal selbst durchlesen. Also es geht nicht nur euch so, nicht nur ihr habt das festgestellt, das haben tatsächlich auch noch ein paar andere festgestellt. Einfach mal durchlesen, könnt ihr mal gucken, was man dann daraus macht. Okay, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Und jetzt wollen wir natürlich hier unsere Straßen bauen. Und der hat auch keinen Anschluss, den wollen wir natürlich auch nicht abreißen. Also wir gehen einmal da los. Jetzt will ich eigentlich versuchen, so ein bisschen an diesem Gleis zu orientieren. So. Dass wir einmal am Gleis bleiben. Und ich würde sagen, das sieht schon gut aus. Wo ist die Linie hier hoch? Die Höhenlinien. Das sieht sehr gut aus. Ja, das gefällt mir. Schneiden wir einmal von hier, würde ich sagen. Einmal so rüber. Wir werden dort mal weitergehen und jetzt hier im 180 Grad, hier im 90 Grad Winkel, da einmal runter, einmal an die Straße. So, können wir das Stückchen abreißen. Und hier vorne könnten wir dann noch eine Querverbindung machen. Dann sieht diese arme Straße hier nicht so sinnlos aus. Und ist hier eine Ampel entstanden? Das wollen wir nicht. Das machen wir gleich mal aus. So. Also. Das Thema hohe Dichte werden wir auch gleich nochmal weiterverfolgen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber jetzt will ich wirklich erstmal hier meine Häuser weitermachen. Und ich würde dann tatsächlich sogar gerne die ganze Straße hier. Nee, wir reißen nicht die ganze Straße ab. Wir werden erstmal hier vorne einmal da lang. Da steht ja auch noch ein kleines Häuschen. Das ist ja süß. Das können wir auch verschieben. Das packen wir einmal hier hin. In unseren kleinen Park, den wir da bauen wollen. Und dann setzen wir einmal hier noch eine Straße ran. Das würde ich gerne ohne dieses Einrasten machen. Ich würde nämlich die gerne möglichst gerade setzen. Bis nach da. So. Und dann möchte ich von hier aus eine Möglichkeit in einem ähnlichen Bogen bis nach da gehen. So. Alles klar. Sehr schön. Gut, dann werden wir die Straßen hier gucken, dass wir die einmal daran bauen. Und dann haben wir hier unten diese Ecke fertig. Und dann werden wir jetzt hier die nächsten Bögen bauen, die wir da oben ransetzen. Da gebe ich euch natürlich völlig recht. Wir sollten hier gucken, dass wir nicht immer nur gerade Straßen bauen. Ist das halbwegs bogig? Nee, ne? Bisschen weiter vorne ansetzen. Und doch ein Tuck weiter noch in die Richtung. Ja. So, gefällt mir das. Und dann gucken wir dort einmal in die Richtung. So. Und der ganze Bereich hier, da gucken wir mal, dass wir uns den freilassen. Vielleicht bauen wir hier noch was hin unser College. Das haben wir noch nicht freigeschaltet, aber das wollen wir natürlich auch noch haben. So, dann machen wir da erstmal weiter. Sehr, sehr gut. Okay, dann hier hinten möchte ich gerne eine Fußgängerstraße haben. Eine kleine Gasse. Nee, die Fußgängerstraße. Haben wir die schon freigeschaltet? Einmal von da nach da. So, dass die Leute da auch entsprechend mal rübergehen können.
Und die werden wir dann auch gleich nutzen für unsere, für unser College, beziehungsweise nicht gleich, sondern später. Und dann fangen wir jetzt einmal an und setzen hier hinten als allererstes einen Parkplatz, denn auch die Rentner wollen natürlich blub, irgendwo parken. So. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ob wir da eventuell einen größeren reinbekommen hätten. Ah, Mist, da wollen wir einen größeren reinkriegen. So, dann schieben wir den mal woanders hin. Den können wir auch sehr gut hier hinschieben dann, in die Ecke. Dass die Leute hier zum Einkaufen einfach parken können. Und dann setzen wir uns da einen großen ran, weil hier vorne gibt es ja natürlich auch was zum Einkaufen. Die Leute in den billigen Mietwohnungen müssen natürlich auch irgendwo parken. Ernsthaft? Und der passt nicht? Ah! Ich den da hin? Nee, ne? Dann setzen wir ihn, da oben hin. Dann hätte ich das andere lassen können. Dann setzen wir es dahin. Das passt dann so ein bisschen zu diesem Naherholungsgebiet. So, Wohngebiete bitte. Jetzt machen wir einmal dich hier. Und da können wir schon mal dieses Haus hier einzeichnen. Zack. Und dann hoffen wir mal, dass dort das erste Haus mit niedrigen Wohngebieten entsteht. Okay, dann haben wir weitere Nachfrage nach dem ganzen Kram hier unten. Und das würde ich tatsächlich gerne hier bauen. Und da habe ich mir auch was überlegt. Wir werden hier eine Straße runtersetzen. Von dem Weg einmal dahin. Und die Straße werden wir natürlich auch entsprechend anpassen. Und da kommen unsere... Das machen wir einmal von hier bitte. Zack. Ja, und das sind die Büros. Die kriegen natürlich... Kriegen natürlich einen schönen grünen Streifen dran. So. Und dann werden wir einmal hier vorne die Bürozonen platzieren. Einmal dort und einmal dort. Und da wollte ich nämlich auch einen Parkplatz bauen. Und da können wir uns jetzt den nehmen. Übrigens, das Umplatzieren der Parkplätze, ganz wichtig, Leute, das kostet Geld. Oder allgemein der Gebäude. So. Die können ruhig Parkgebühren bezahlen in den Büros. Die hinten zahlen keine, die zahlen auch keine. Okay, nächste Industriezone. Die bauen wir bitte einmal hier hin. Zupf. Und dort kommen ganz normale Industriegebäude hin. Gut, dann haben wir zumindest den Teil jetzt fertig. Und dann... Während das jetzt läuft, der nächste Punkt, wie kriegt ihr denn jetzt die hohen Gebiete dazu? Auf was müsst ihr da so ein bisschen achten? Ja, die Standardsachen sind natürlich Bildung, die Standardsachen sind Zufriedenheit. Und da können wir gleich mal gucken, wie sieht es denn aus bei uns? Tja, wir haben eine unzuverlässige Gesundheitsfürsorge. Das ist natürlich unschön. Und da können wir mal schauen, woran das liegt. Und wenn wir uns das mal angucken, dann haben wir hier... Boah. Alles klar, ist offensichtlich. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht lange. Das ist, glaube ich, ganz klar, woran das liegt. Ja, und sich das mal anguckt, ist es ganz klar, dass die hier sehr unglücklich sind. Und da würde ich gerne versuchen, dass wir mit einem Gebäude, nämlich hier unten, diese ganzen Bereiche hier abdecken. An der Hauptstraße würde ich das gerne platzieren. Hier unten an der Ecke. Da müssten wir mit diesem einen Gebäude tatsächlich jetzt alle... doch relativ glücklich machen können, wenn man das hier mal sieht. Wir gehen nochmal hier hin. Jetzt haben wir alles auf grün. Das sieht sehr gut aus. Und wir sind dort jetzt auch weg. Reichhaltige Haltungsmöglichkeit, hohe Steuern, das ist okay. Gut. Dann gehen wir gleich nochmal auf das Thema Parks. Jetzt haben wir den Park. Oh, der reicht aber ganz schön weit. Eieieiei. Die hier hinten haben tatsächlich keinen kleinen Park. Dann werden wir den mal... hier oben. Ja, komm, dann reißen wir dafür ein Haus ab. Es passt schon, da wird hier in die Ecke gleich noch eins reingebaut. So. Alles klar, das passt. Dann eine weitere Sache, wie ihr auf jeden Fall... Oh Gott. Oh mein Gott, es brennt. Woran ihr auf jeden Fall seht, dass es... hohe Dichte gibt. Das ist hier unten der Knopf. Da könnt ihr drauf gehen. Blub.
Und dann seht ihr hier entsprechende Punkte. Das ist natürlich auch immer so ein guter Indikator. Denn hohe Dichte heißt, wie gesagt, nicht automatisch, dass wir hier Leute mit viel Geld haben. Das kann ja mit wenig Geld heißen. Das ist eine Sache, die steht hier nicht. Das müsst ihr extern gucken. Aber unbesetzte Gebäude, habe ich festgestellt, ist auch immer ein guter Anhaltspunkt. Wie seht ihr das und was sind unbesetzte Gebäude? Wenn ihr mal auf diese Karte geht und zum Beispiel das Wohnzonen-Tool auswählt, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier beispielsweise hätten wir eins, da ist eine Zone, die ist aktuell unbesetzt. Ja, das ist eine unbesetzte Zone. Hier vorne wird gerade ein Haus gebaut, mehr sehe ich jetzt nicht, aber das habe ich festgestellt. Diese Zone hier, so eine Zone, sind auch immer ein sehr guter Indikator. Gut, jetzt wird was gebaut, das passt also. Diese Zonen sind immer ein sehr guter Indikator, dass hier irgendetwas unbesetzt ist und dass wir da irgendwo unbesetzte Gebäude haben. Und wenn ihr sowas verringert, dann könnt ihr damit die Leute auch gezielt zum Beispiel von gering auf mittel drücken, indem ihr natürlich verhindert, dass dort Leute hinwollen. Denn man muss sich die Spielmechaniken halt dort, wir können das langsam, ruhig langsam weiterlaufen, halt vorstellen. Das heißt, ihr habt jetzt hier Leute, wir haben uns das angeguckt, die haben also entsprechendes Geld und das würde auch passen, die wollen umziehen, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen gibt es hier Zonen mit mittlerer Dichte, wo keiner hin will und ich vermute, das ist zumindest das, was ich bei meinen Experimenten rausgefunden habe, dass das irgendwie noch ein Problem ist, dass die dann sagen, nee, wenn da keiner einziehen will, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Wenn ihr diese Zonen gezielt weglasst und wirklich immer nur genau so viel baut, wie ihr braucht, dann funktioniert das besser. Und dann kriegt ihr hier auch mittlere und hohe Dichten einfacher. Das ist zumindest das, was ich hier rausgefunden habe. Das heißt, wenn ihr immer quasi niedrige Wohngebiete baut und dann irgendwo an die Seite mal so ein kleines großes baut, dann sorgt ihr quasi dafür, dass diese Leute automatisch immer nur in die niedrigen einziehen. Da also ein bisschen vorsichtig sein, immer nur genau so viel bauen, wie sie wollen und dann durchaus auch, wenn hier mal Nachfrage existiert, einfach mal ein bisschen laufen lassen und gucken, dass die in den sozialen Schichten aufsteigen, dass sie bessere Jobs bekommen und dass so ein ganz bisschen Nachfrage nach der mittleren Wohndichte ist, denen langsam diese mittlere Wohndichte anbieten und dann darüber die Aufstiege machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt ein bisschen in dieser Folge helfen. Und jetzt haben wir immer noch unzuverlässige Gesundheitsfürsorge. Das ist natürlich sehr schade. Und wir brauchen immer noch Industrie. Eieieiei. Wie sieht es mit unseren Moneten aus? Wir sind 34.000 in den Miesen. Ich sagen, dann drehen wir mal so ein ganz bisschen hier an der Besteuerung. Die Büros können jetzt auch ruhig mal ein bisschen was bezahlen. Und jetzt sind wir tatsächlich bei, oh ja, 25.000. Okay. Gut, ja, hier hinten wird übrigens noch die Soße reingeschüttet. Das hatte die auch gesagt. Und das ist übrigens ein Punkt, den können wir uns, da können wir uns auch nochmal drum kümmern, dass wir hier mal diese Wasseraufbereitungsanlage jetzt mal freischalten und das hier über der Mülldeponie platzieren. Habt ihr völlig recht mit, das gefällt mir nicht. Und die braucht allerdings auch, wie viel? 63.000? Heidewitzka. Nee, das ist ja der Hammer. Dann schütte ich die Soße lieber wieder ins Wasser. 63.000. Wie viel kostet denn so ein normaler Wasserauslass? Der kostet 12.000. Ja, dann müssen sie da hinten einfach mit dem stinkenden Wasser leben. Sehen wir hier irgendwas in den Gebäuden? Familie Türmer. Boah, die haben dazu keine Meinung. Okay. So, jetzt ist hier übrigens ein Haus frei geworden, die Ankerstraße. Das können wir mal abreißen. Und ich könnte fast wetten, dass die hier hinten eingezogen sind. Zack, und da ist sie. Die Herbststraße, da wohnt tatsächlich noch niemand drin. Und jetzt seht ihr, es genau das passiert, was ich vermutet hatte. Ah, doch, jetzt kommt einer. Haha! Da ist der erste, da ist die erste Familie, der erste Haushalt eingezogen. Jetzt kommen sie. Und jetzt wette ich, könnten wir hier sogar bei Zeiten die nächsten Häuser haben, die frei werden. Wir gucken uns mal an, ob meine Theorie, ihr fast Landwert ist immer noch. Jetzt gucken wir mal Bürgervermögen. Ja, ich hätte mir mal ein Bild. Hier unten ist jetzt sogar grün. Ich könnte schwören, dass wir weniger rot haben. Ich glaube, hier vorne waren es sogar mehrere nebeneinander. Ja. Könnte also was sein, dass die Leute jetzt hier entsprechend. Oh, jetzt geht's aber los hier. Eieieiei. 32 Haushalte? Das ist ja der Wahnsinn.
Jetzt bin ich ja fast ein bisschen. Das ist ja krass. Was, wen haben wir denn hier am Wohn? Familie Novak zum Beispiel. Wohlhabend? Ja, okay. Warum auch immer man dann dort einzieht, aber das soll nicht mein Problem sein. Das ist dann eher deren Problem. Okay, dann habt ihr noch gefragt und das wollen wir heute auf jeden Fall auch noch machen. Ja, ein kleines Städtchen. Mega. Sehr cool. Und dadurch gucken wir uns mal an, was wir freigeschaltet haben. Die gemischten Wohngebäude, oh, die sind mega toll. Das ist so cool. Da habt ihr unten so einen kleinen Laden. Und mit diesen gemischten Wohngebieten, da könnt ihr wirklich niedrige Dichte, hohe Dichte, alles mit reinbauen. Wir können Kohle abbauen. Und Erz, das ist super. Oh, das ist mega cool. Wir können Kommunikation machen, ja! Straßenbahnparkgebühren, oh, das passt sich jetzt alles sehr gut. Dann können wir uns das Thema nämlich gleich nochmal angucken. Und ich wollte aber eigentlich mit euch die natürlichen Ressourcen mal prüfen. Und wir haben hier hinten, das machen wir. Wir reißen die Industrie hier weg. Machen dieses Eisenbahngleis, führen wir, wenn wir das können, hier an der Seite lang. Das werden wir entsprechend umbauen, dass wir hier hingehen, da an die Seite eine lange Brücke bauen. Und dann machen wir hier einen großen Kohle- und Erzbergbau hin. Können wir gucken, ob wir das schon machen können. Kohle, Erz noch nicht, aber Kohle können wir schon machen. Das würde nämlich genau hier reinpassen. Boah, mega. Da freue ich mich drauf. Das machen wir dann in den nächsten Folgen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, denn wir wollten jetzt hier unser Flächentool mal nutzen. Das könnt ihr, über das Flächentool könnt ihr natürlich auch Bezirke erstellen und unsere erste offizielle Stadt machen. Hier unseren ersten offiziellen Stadtteil. Das machen wir mal ein bisschen großzügiger. Hier unten hin. So, einmal dahin. Einmal dahin. Und die Industrie soll natürlich auch nicht fehlen. Zack. Und dieser Stadtteil ist nicht der Marienhof. Dieser Stadtteil ist Neu-Vineta. Das ist anscheinend, Vineta ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn das nicht stimmt, bitte korrigiert mich. Und darüber gucken wir dann mal, dass das hier passt. So, was haben die jetzt? Nicht genügend Kunden. Ja gut, ist klar, ne? Wir erfüllen hier die Anforderungen nicht. Dann ist klar, dass hier nicht genügend Kunden kommen. Wir müssen halt dringend jetzt weitere Nachfragen hier, also weitere Häuschen bauen. Das machen wir ja. Aber zuerst gucken wir uns mal Neu-Vineta an. Und hier könnt ihr, wenn ihr hier links drauf klickt, durchschnittlich Vermögen wohlhabend, das sieht gut aus, klick, könnt ihr hier einige Sachen aktivieren. Zum Beispiel auch die Straßenrandparkgebühr. Blub. Das will ich auf jeden Fall machen, damit hier die Leute nicht mehr hier an den Straßenrändern parken, sondern insofern verfügbar auf den mittleren Parkplätzen hier unten zum Beispiel, hier in diesen Gebieten. Ja, das machen wir mal ein bisschen niedriger. Die sollen nur 5 dafür bezahlen. Und da, wo wir das nicht wollen, dass die Geld bezahlen, da werden wir denen wie hier oder hier, werden wir denen kostenlose Parkplätze anbieten, hier zum Beispiel. Wir werden auch hier noch einbauen, einen kostenlosen Parkplatz, dass die natürlich hier auch bei der Industrie entsprechend parken können. Ja, das ist mir wichtig. Und das ist so das Konzept zumindest für. Und passt das? Ja, es passt hier oben noch genau hin. Was wir schön an der Strecke parken. Dort, okay, gibt es keine Parkgebühr, dass wir nämlich die Leute hier von den Straßen holen. Und wenn sie an den Straßen parken, dann müssen sie dafür halt ein bisschen blechen. So, und dann machen wir damit gleich ein bisschen mehr Geld. Jetzt gibt es noch sowas wie Recycling und Bremsschwellen. Das verringert die Geschwindigkeit. Und ihr müsst halt ganz wichtig auch aufpassen, gerade bei solchen Sachen wie mit Verbrennungsmotoren oder Lastwagenverbote. Wirklich, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr gerade in solchen Gebieten, wo jetzt hier diese Zonen existieren, dass ihr da nicht einfach irgendwie so ein Lastwagenverbot reinzieht, denn die müssen ja irgendwie versorgt werden. Okay, gut. Dann will ich auf jeden Fall nochmal gucken, was unsere Leute hier machen. Paul Podolski, was machst du, mein Lieber? Ich fühle mich es wühlt mich innerlich auf, aber wir passen einfach nicht mehr. Oh nein! Och Gott, er hat sich auch getrennt. Das ist ja schade. Was macht denn der gute Hans? Er ist jetzt in die Flurstraße 51 eingezogen. Ja, das hatten wir letztens schon gesehen. Wo arbeite ich denn? Wo arbeitet denn der gute Hans? Er arbeitet immer noch bei Sir Cuttelot in der Flurstraße
51. Nee, das ist das, wo er wohnt. Wo ist er denn, Sir Catalot? Da. Ach, guck, das ist, er arbeitet immer noch hier. Ja, finde ich super. Ganz toll. Also, wenn ihr bei Sir Catalot eine vernünftige Frisur braucht, dann sagt das gerne und dann kriegen wir das hin. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es mit dem Geld aussieht. Minus 32.000 staatliche Zuschüsse, Handel von Dienstleistungen. Wie sieht es mit der Produktion aus? Wir haben noch massive Hühnchenüberschüsse und haben damit noch massive Exportmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier immer noch Büronotwendigkeiten. Dann werden wir die Bürozone einmal auf der Seite ausweiten. Zack. Dann sollte das hoffentlich runtergehen. Und dann müssen wir schon uns überlegen, in welche Richtung wir unsere Industrie ausbreiten. Und da jetzt nochmal zu dem Punkt. Ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge hier hinten diesen Bahnhof bauen. Aber aufgrund des Bugs, der sich dort noch eingeschlichen hat, habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Weil ich habe das auch getestet. Die Waren werden im Moment tatsächlich nicht abgeholt vom Bahnhof. Deswegen werden wir das ein bisschen verschieben auf die nächsten Versionen, wenn das gefixt wurde. Was mich aber dazu bringt, dass es ein Update gab auf die Version 1.0.11 und das hat bei mir, ihr seht es hier oben, einen deutlichen Sprung bei den FPS-Zahlen hervorgerufen. Also da guckt es euch auf jeden Fall, guckt euch das Update auf jeden Fall mal an. Da können wir, oder da kann man durchaus ein paar FPS erwarten. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier dieses Wohngebiet mal abschließen. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr allzu weit gehen wollen. Das Problem ist hier natürlich, dass wir hier an einem sehr steilen Hang sind. So, da hinten setzen wir jetzt einmal blub, ungültige Form. Was hat er denn da gebaut? Ach, so eine kleine Brücke. Finde ich ja schick, ne? Muss ich ja sagen. Wenn wir da hinten jetzt noch den reinkriegen. Nein, es geht nicht. Das ist ja schade. Dann reißen wir das mal ab und gucken mal, dass wir das vielleicht leicht nach unten bauen. Hang zu steil. Einmal dahin. Und da. Ja, das geht. Sehr cool. Ah, das ist sehr hübsch. So, dann bräuchten wir idealerweise hier noch eine Straße. Das hat auch funktioniert. Einmal ein Stückchen weiter noch nach unten. So. Kriegen wir von da auch noch einen... Ne, der Hang ist zu steil. Dann ziehen wir hier einfach noch eine raus. Einmal so. So. Kreisverkehre. Dort, dort, dort. Dann setzen wir die niedrigen Wohngebiete an. Und dann haben wir zumindest den Bereich hier hinten fertig. So, da können sie überall einziehen. Da kriegen wir auch noch ein kleines Häuschen hin. Und dann haben wir die Ecken fertig. Und es ist übrigens wirklich so, dass bei einigen Wohngebieten bei uns in der Stadt sogar diese Hänge vorgeschrieben worden sind, ohne solche Mauern. Dort durfte man keine Mauern bauen. Dort musste man wirklich, kein Witz, so wie hier das Haus bauen. Wirklich kein Witz. Deswegen fühle ich mich, wenn ich sowas sehe, gleich wie zu Hause. Das sieht echt genauso aus bei uns. Okay, sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das mittlere... Jetzt ist das hohe schon wieder? Tatsache. Guckt euch das an. Ey, die brauchen noch ein weiteres Haus hier. Das ist ja krass. Ja, dann kriegen sie noch eins. Ist ja überhaupt kein Problem. Jetzt gucken wir mal, ob wir von den billigen Mietwohnungen... Ob wir vielleicht, wenn wir hier so ein Dreierfeld bauen... Zack, zwei Dreier... Dass wir dort... Na, jetzt haben wir schon hier vorne... Das hat schon ausgereicht. Machen wir den wieder weg. Zack. So. Okay, das haben wir. Und dann würde ich gerne an die Ecke hier... Würde ich gerne so ein paar Reihenhäuschen ransetzen. Das machen wir aber bitte mit dem Fülltool. In die Ecke. Weil ich glaube, hier in diese kleine Sache... Da passen so kleine, niedliche... Reihenhäuschen mit etwas höherer Dichte passen hier eigentlich viel besser hin als so eine großen Klötze. Und die hohen Wohngebäude, müssen wir mal gucken, ob wir die dann wirklich hier weiter hier hinbauen. Oder ob wir denn hier ein bisschen Platz lassen für richtig hohe Dichte. Das
werden wir dann sehen. Okay. Sehr schön. Es wächst und gedeiht in unserer Stadt und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen bei dem Thema hohe Wohngebietedichte. Ne? Also nochmal zusammenfassend, hohe Wohngebiete heißt halt nicht automatisch, dass dort wohlhabende Leute leben. Das kann auch sein, dass dort niedrige Leute leben. Das müsst ihr halt wirklich jetzt mit den, mit den Tools, die ihr im Game habt, müsst ihr euch das angucken. Aber ganz wichtig natürlich immer, wie ist die Zufriedenheit? Seht ihr hier unzuverlässiges Internet? Eieieiei. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Da gucken wir uns das Thema Kommunikation an, wie das funktioniert, Postdienst und so weiter, Handy. Ja, wozu das gut ist und wozu die das brauchen, wie ihr das herstellen könnt, alles. Das gucken wir uns dann in Ruhe in der nächsten Folge an. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.